drücken lässt und verkabeln lässt. Wir wissen nicht genau, was sie für Freuden gleich erwartet. Oh ja, das stimmt. Wir begrüßen euch. Hey, hier sind die Berlin Blondes und wir sind auf der FIBO in Köln, der offiziellen Super-Mega-Fitness-Messe. Ja, total. Und wir sind hier bei Easy Motion Skin, das heißt, man trainiert eigentlich, man kann auch trainieren, glaube also ich, beim Abwaschen. Man kann aber dabei auch richtig trainieren und was dabei tun. Also, es ist der Hammer, weil man damit ganz, ganz schnell, ganz, ganz super fit definiert und alles wird. Und jetzt bin ich gespannt, wie das funktioniert tatsächlich mit den Elektroden. Ne? Spießig Spice, Ghetto Spice, Sporty Spice. Achso, dann Hot Spice. Also, wir hatten es gerade anders erklärt. Du musst noch und wir haben schon. Natürlich haben sie recht, wie immer. Machst du Stoffwechsel und danach musst du auf Toilette oder machst du jetzt Training? Das ist der Easy. Der hat die ganze Easy Motion Skin Geschichte unter seiner Fittiche. Easy Motion Skin, also das, was ich anhabe, EMS Training. Und das Besondere an diesem Anzug ist, ich muss halt nicht für ein Studio, sondern ich kann das überall machen, weil losgelöst kann ich das tatsächlich mitnehmen, das Teil. Ne? Genau, das ist das Spiel. Du hast die Möglichkeit, jetzt mit einem EMS Training, also mit dem effizientesten Training der Welt, überall an jedem Ort zu arbeiten, weil wir mit der neuen Technologie in der Lage sind, das Ganze über ein iPhone oder über ein iPad zu steuern und nur den auch den kleinen Anzug brauchen. Für die, die es noch nie gemacht haben, da sind kleine Elektroden drin. Das heißt, es gibt eine Muskelkontraktion. Schön kann straff. Man ja mal zeigen hier drunter. Ne? Und, muss man das eigentlich nass machen oder keine Feuchtigkeit mehr. Es ist keine Feuchtigkeit mehr nötig. Genau das ist eine der Hauptinnovationen. Und der ist ja auch im Flugzeug nicht ganz angenehm. Ja. Kompressionsträg, hoch antibakteriell, also auch so, dass man auch damit keine Probleme hat. Kann man den auch waschen? Ganz bequem, einfach in die Waschmaschine schmeißen, echt? 15 Minuten Programm fertig. Also mit den Elektroden, so wie das Ding ist. Man nimmt nur die Batterie vorher raus. Genau, man nimmt die Batterie vorher raus, das ist doof für die Fische sonst mit dem Strom. Aber ansonsten einfach in die Maschine. Gesundheit. Gesundheit. So, und wir können jetzt theoretisch Tanja darüber steuern. Genau, wir haben 8 Muskelgruppen, die aufgehört von der Brust, Arme, Bauch, Beine, Nacken, oberer Rücken, unterer Rücken und Po. Also das heißt, bei Brust könnte man auch zum Wachsen bringen, oder? Nein, aber du könntest die Brustmuskulatur stärken und damit straffen. Ah, okay. Okay. Aber jetzt warum schickt er mir jetzt so einen Blick zu, straffen? Nein, weiß ich nicht, ich hab's mich nicht angeguckt. Das war das Einzige, was mir gerade wichtig war. Da kommt so straffen. Nein. Jetzt gibt's ja auch verschiedene Programme, richtig? Genau. Also das ist einmal Fatburning, aber ich glaube, es gibt noch andere. Es gibt eine Menge verschiedener Programme und Frequenzen. Verschiedene Frequenzen erreichen verschiedene Bereiche der Muskulatur. Du kannst da so ein ganz entspanntes Relax-Programm sogar abends vorm Fernseher machen, einfach als Entspannung nach einem angestrengten Tag. Echt? Du kannst dir ein Kreislaufprogramm nehmen, mit dem du beispielsweise spazieren gehst oder läufst, um deine Metabolismus, deinen Kreislauf auch da so anzuregen. Oder du gehst in die Kraftprogramme, um wirklich Muskelaufbau zu betreiben. Das Ganze kannst du ganz intensiv machen, dann macht es irgendwann Sinn, es auch mit dem Trainer zusammen zu machen. Oder du machst es auf einem gemäßigsten Bereich, dass du dich noch bewegen kannst. Und dann ist jede Bewegung funktioniert. Ob du joggen gehst, ob du in das klassische Studio gehst und Krafttraining damit machst, oder ob du zu Hause staubsaugst und in 20 Minuten Staubsaugen 5 Stunden Kraftsport gemacht hast. Wahnsinn. Also ich würde sagen, wir starten jetzt mal Tanja und lassen die ein bisschen hüpfen. Bin heute Hampelmann der Berlin Blondes, dein mir erklärt, wunderbar. Oder? Ja, wunderbar. Dann fangen wir mal langsam an. Geh mal ein ganz klein bisschen in die Hocke. Arme angewinkelt, dass wir den Körper unter Spannung haben. Muskelspannung ist wichtig. Das ist keine Zauberpille. Und jetzt fängst du es gleich an zu spüren. 3, 2, 1 und juhu. So, also es ist jetzt so, als kriege ich leichte Stromstöße am Hintern, Oberarme, Bauch, Rücken. Und ich muss dazu sagen, ich habe das selber über ein halbes Jahr gemacht. Ich finde das Training super, vor allen Dingen, wenn man es macht, reichen 20 Minuten, dann ist man fertig. Das heißt, ihr steht in 20 Minuten so da? Nein. Au! Okay,
bisschen weniger, willst du damit sagen? Habe ich verstanden. So, fang aber langsam an heute. Ist gut für Männer, wenn sie nicht gehorchen, einmal kurz hochdrehen. Das Schöne ist, wir nehmen das Schöne bei. Jetzt fangen wir mal einfach an, auf der Stelle zu marschieren. Was ich schaffe, ich habe dir noch geschenkt für dich. Bringst du im Anzug mit und dann... Und steckst mal woanders jemals was rein. Das sieht jetzt sehr einfach aus. Aber wir steigern es, bis du die Beine nicht mehr hochkriegst. Ja, das ist, bitte nicht. Okay. Wir brauchen sie heute noch. Nicht so dolle. Wie du willst. Du bist ungefähr mindestens fünfmal effektiver, als würdest du ohne Strom laufen. Beispielsweise, wenn du es selber tust, beim Staubsaugen, ist immer so mein Lieblingsbeispiel, weil du eine gleichmäßige Bewegung hast, das ist so wie alte Karate-Fitfilme, also auftragen und polieren. Du musst Bewegung und eine Spannung im Körper haben, mehr musst du nicht machen. Alles, was mit Trainern wichtig ist, passiert dann, wenn du beispielsweise Rückenprobleme hast. Dann ist der Anzug kein Heilmittel, dann brauchst du professionelle Trainer, die dir die richtigen Übungen zeigen. Dann ist das eine Ergänzung. Aber für alle, die normal Sport machen und das viel effizienter machen wollen und Muskelgruppen erreichen, die du sonst kaum erreichst. Ja, das stimmt. Gerade so Beckenbodenmuskulatur, unterer Rücken, den Ausgleich zu schaffen. Nach der Schwangerschaft. Dann wollen wir mal Staubsaugen? Ja, machen wir doch einfach. Wir können ja mal da einfach rübergehen. Also, man putzt das Haus, verliert Kalorien und baut Muskelmasse auf. Besser geht's doch eigentlich gar nicht. Alles sauber. Und was ich spannend finde, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, ich bin operiert worden und habe dann eben EMS-Training gemacht, um den Rücken zu stärken. Ja, perfekt. Und das hat mir wirklich geholfen, danach wieder richtig gut Sport zu machen, weil ich diese Muskelmasse an der Stelle aufgebaut habe, viel schneller als hätte ich normalen Sport gemacht. Und das ist echt ein Vorteil. Du schaffst es eben ohne die Belastung der Bandscheiben zu arbeiten. Deswegen findest du die Systeme auch bei allen, also nicht nur unsere, noch nicht bei allen, aber Stück für Stück, die bei allen Physiotherapeuten großer Sportvereine, Bayern München, ganz egal welcher Fußballverein, im Reha-Bereich. Ist das die etablierteste Technologie überhaupt? Also Nacken zum Beispiel habe ich jetzt gar nicht gemacht, da sehen wir ja noch null. Aber das sind im Prinzip die Levels, ja, wie viel ich jetzt gerade irgendwie gemacht habe. Also wenn ich jetzt weniger zum Beispiel... Wir machen mal ganz viel. Nee, wir machen nicht ganz andersrum, viel. Nein. Genau, andersrum genau. Natürlich nicht. Jetzt ist der Nacken, der Po ausgewählt und jetzt kannst du Plus und Minus. Jetzt kann ich mal Minus machen, so, weil ich finde, mein Po sieht noch ganz gut aus. Ah, dein Po ist toll. Mein Ergebnis. Ob das jetzt so toll ist, weiß ich nicht. Ja, wir haben ja jetzt so ein bisschen gearbeitet. Nein, aber guck mal, dafür, dass du eigentlich nur mal kurz Staub und Kleinteppich Staub gesaugt hast, ne? Und wie wenig du gemacht hast und wie viel Erfolg es hat, das ist schon faszinierend. Das Schöne ist, dass dir dieses Ergebnis, dir auch wird gespeichert. Du kannst also mit deinen gleichen Intensitäten und Programmen wieder anfangen. Und für alle, die dann Spaß an Social Media haben, also auch in Wettbewerbe gehen. Du könntest deine Ergebnisse jetzt auch per Knopfdruck zum Beispiel auf Facebook teilen und andere herausfordern, doch das gleiche Ziel zu erreichen. Wir machen vielleicht mal ein EMS Berlin Blondes Battle. Wie wär's so, damit? Ja. Super Idee, oder? Ja, vom Fernseher. Das machen wir. Also ganz ehrlich, es ist eine super angenehme Art, Sport zu machen. Und ich freue mich total darauf, dass ich das Ding jetzt gleich in meinen Koffer packen kann, nach Hause reisen kann. Das wird jetzt immer einen Platz haben auf meinen Reisen, weil das ist mega praktisch. Das ist mein Score. Ich kann es selber einstellen. Wenn ich mich nicht so fühle, mache ich weniger. Und wenn ich total fit bin, mache ich total viel. Es ist erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber jetzt fühle ich mich total stark, also super.